gut. Ich hol direkt wieder. Oh, der Endboss kommt. Oh. Was war das? Eine Riesenmumie. Was war das? Ich meine, das Spiel ist ja tatsächlich ein bisschen älter. Aber ich kenn's halt komplett gar nicht, ne? Ich habe mir das noch nie angeguckt von irgendjemandem, gar nichts. Das Spiel ist komplett blind. Für die, die es sehen wollten. Alles klar, hier haben wir ein schönes Waschbecken. Sind wir in der Hölle? Wir sind hundertprozentig auf einem Schiff. Das Sklavenschiff. Das Sklavenschiff von unserem Großvater, Jeremy. Jeremy Joint hieß der. Er hat sich immer kleine Tüten getreten und hat sich uns einfach nur eingebildet. Deswegen... Oh, da ist aber Strom drauf, ne? Ah. Du bist die Hölle, ich bin die Hölle. Oh, das ist aber ein Träumchen. Vielen Dank, vielen Dank. So was Nettes hat noch niemand zu mir gesagt, Gandalf. Ich bin die Hölle und alle wollen wieder weg von mir. Hier ist eine Ratte, ne? Ist eine Ratte, ist schon mal gut. Ich glaube, wir nehmen jeden Tod einmal mit, ne? Ich glaube, das Zittern sah schon übelst lustig aus. Ah, moin, moin. Sehe ich auch noch als ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Aber ich sehe schon, wir müssen ein bisschen Kletterparcours machen. Kann ich mich da oben festhalten? Komm ich da rein? Benutze um zum Umschauen. Was? Achso. Ah, oh, wie cool. Wie cool. Ja, okay, da das Kabel. Das ist ja schon mal irgendwie Klärschmuckbärchen. Das Ding ist, ich komme da nicht dran, oder? Absolut nicht. Absolut nicht. Außer uns wachsen beim Springen ein paar Flügel. Ich würde eigentlich gerne da oben auf das Regal drauf und dann darüber klettern und hangeln, weißt du? Aber kann es sein, dass wir das Klopapier werfen dürfen? Wir haben ja genug davon da. Oh, das kann man weit werfen. Kannst du die Kiste schieben? Wir können auch die Kiste schieben und ich glaube, dass wir das Klopapier einfach nur da dran werfen müssen, ne? Ach so, nee, klar, Angie. Ja, klar. Genial. Von hier aus können wir jetzt so dran springen, ne? Moment. Doch, funktioniert. Fantastico, Leute, fantastico. Oh nein! 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 Was? Oh nein. Die schwarzen Hände sind wieder da. Die Blair Witch ist angekommen. Hab Angst, Mami. Ich muss mein Spielzeug kaputt machen. Ah, wiegt das Spielzeug denn? Ich brauche mal irgendwas Schweres, glaube ich, ne? Wie cool. Weg mit dir. Ich hasse Eisenbahn. Pfui. Na, hier, komm, hier. Habe ich noch nie gemacht. Mein Bruder damals, weiß er, der ist hier. Der hat mitgespielt mit dem Mist. Brauche ich nicht. So. Sorry. Sorry. Gut, wir haben wieder eine Stromleitung, die wir irgendwie betätigen müssen, ne? Oh, was haben wir denn da unten drunter? So. Ich glaube, ich brauche irgendwas Schweres. Ich glaube, das ist schwer, oder? Die Eisenbahn ist bestimmt auch schwer. Ah, Moment. Moment. Ich glaube. Mal hier hoch. Ich glaube, das ist diesmal gar nicht so schwer, ne? Hä, warte mal, wo ist denn hier der Stromkabel? Oh, was ist da los? MC Jax! Danke für den Resub, Digga. Was ist da los, Mann? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Da mache ich 10 Kniebeuge drauf. 5, sorry. Wir wollen nicht übertreiben, 5. Na dann, und 1, 2 und 3. Und 4 und 5.
Wunderbar, jetzt hätte ich fast schon übertrieben. Das will ja keiner von uns. Was ist das hier? Eine Luke, die... Ah, guck mal, eine Luke, die er wieder rüberführt. Ich weiß noch nicht, für was. Okay, wir kommen zur Not hier wieder rüber. Da frage ich mich, warum? Warum würden wir wollen, hier wieder rüber zu kommen? Brauchen wir denn die Kiste hier? Ja, wahrscheinlich schon den Strom auch da drüben zu deaktivieren, ne? Oder müssen wir einfach nur ganz schnell durch Beite durchjieten? Das schafft man zeitlich nicht, ne? Oh! Oh! Doch, das schafft man zeitlich. Hä? Da denkst du, da ist das übelste Rätsel dahinter, aber dabei musst du dich einfach nur beeilen. Was ist denn da los? Oh. Komm ich hier durch die Tür durch? Ah, die ist ein bisschen Panzerstahl verstärkt, weißt du? Mit unseren dünnen Astarmen kommen wir da nicht durch. Auf jeden Fall nicht. Die brechen vorher. Genauso wie unsere Beine. Wie können diese Beine diesen Körper tragen, Leute? Was ist da los? Ja, da muss erstmal drauf kommen. Da hast du recht, Angie. Da hast du recht. Vor allem, ich wollte ja eigentlich nur erstmal... Ist nicht der Joint-Mannequin, oder? Oh mein Gott! Alles klar. Hier wirst du versteinert, wenn du... Alles klar. Oh mein Gott. Sehe ich ein? Können wir uns hinter dem Mannequin verstecken? Ich will das mal probieren, Leute. Es tut mir leid. Probier das mal. Moment. Es geht nicht. Es geht nicht. Ah, nein, nein, nein. Oh. Ey, warum nicht? Warte. Beispiel. Refund. Habe ich mir wahrscheinlich vor 200 Jahren mal gekauft, aber naja, Refund. Blätter mal wieder ein bisschen. Oh, hier. Wir haben eine Speicherfackel hier. Ich gehe mal davon aus, dass das hier Speicherpunkte sind. Oh. Man kann ja sich sogar nach links und rechts hier hangeln. Da oben ist wieder so ein Kifferboy. I am the Kifferboy. Ne? Ne, 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 ne. Da oben ist noch so eine Kiste, ne? Da frage ich mich, ob die eventuell nicht einen Sinn hat. Ah, da, da können wir hochklettern. Hier können wir hochklettern. Alles klar. Hier hängt eine Kiste, ich bin mir nicht so sicher. Die sieht aus, als hätte die einen Sinn. Komm, Kleine, zieh. Zieh, ich weiß, das belastet all deine Muskelfasern, aber komm, zieh. Ah, na, jetzt aber. Dann komm, vielleicht von links, von rechts. Nimm den Windstoß mit! Nimm den Windstoß mit! Okay, gut. Wir müssen noch das Elixier finden, was uns grün und stark werden lässt. Uns! Was? Was ist das? Ich sehe gar nichts, Leute. Seht ihr mehr als ich? Ich hoffe, ihr seht ein bisschen mehr als ich. Oh ja, oh mein Gott. Ihr seht ja doch schon gut was, Mensch. Oh. Ich hoffe, die kann hier nicht rein. Da können wir auf jeden Fall wieder hochklettern. Ich würde gerne mal probieren. Okay, da kommen wir nicht rein. Was zur Hölle? Welch Gestalt aus der Hölle war dies? Sah ein bisschen so aus, wie ich früh morgens, wenn ich meine Müsli-Riegel esse. Nein, und tot.
Okay, nee, haben wir überlebt. Wenn ich Müsli-Riegel esse, weißt du, dann verzehre ich mein Gesicht genau so. Hier. Ah, ja, natürlich. Der Zeitungsartikel verrät doch alles. Ganze Story gespoilert. Ja, die guten schrägen Schächte. Wird gern. Können wir da runter gucken? Ah, da siehst du aber nichts, ne? Oh, schade. Schade. Mich interessiert, was da unten ist. Okay. Bitte, Fräulein, lassen Sie. Oder ist das eine Frau? Ich bin. Also entweder haben wir Hunger. Schwanger schließe ich jetzt mal aus. Ne? Ganz dezent. Oh. Nee, ich glaube, wir haben Hunger, ne? Ich glaube, wir haben Hunger. Also, wir essen müssen in dem Spiel. Entspann dich mal. Mach die Fackel wieder an. Ist noch ein Kind. Da ist noch ein Kind, Leute. Es gibt uns Essen. Oh ja, danke dir. Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Sieht aus wie der große Daumen von Oma. Ja, beiß einfach rein, genau. Die hat sich ihre Hände immer gewaschen. Das schmeckt das Fleisch. Das ist okay. Da klebt maximal ein bisschen Gebisssülze dran. So. Aber auch da, Oma hat immer lecker gekocht. Das kann man machen. Oh, da ist der nächste Strick. Da fehlt wieder ein weiterer Mitarbeiter, der sich hängen tut. Der kommt jetzt bestimmt erst noch dazu. Hey, so ein Beschiss. Die Tür kriegt man nicht auf, schade. Ich kann hier hochklettern, guck mal. Moin, Angie. Willkommen zurück in Hut. Er sieht ziemlich dunkel aus und ziemlich feucht. Der sieht so aus, als könnte man ihn schieben, tatsächlich. Aber wohin? Ich bin mir noch nicht so sicher. Warte mal, hier sind die Duschräume. Kann man hier vielleicht irgendwas machen? Muss ich... Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, der Schatten ist irgendwas Krasses. Ne, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Hier läuft auf jeden Fall irgendwie Soße rein. Kann ich eigentlich hochspringen? Oh, ich wollte das nicht kaputt machen. Sag ich jetzt, weißt du? Ich bin jung und brauchte das Geld. Ich sehe halt nichts. Aber ich glaube, es war eine ganz gute Aktion von uns. Guck mal da. Da ist... Seht ihr das? Ich glaube, da müssen wir uns hinschieben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist die Lösung. Weil da ist auch noch ein Wasserhahn. Vielleicht brauchen wir den auch. Wir müssen bestimmt einfach bloß dahinter springen. Ja, komm, ein kleines... Gib Yumi. Du schaffst es. Ne, ich glaube, mein Plan, der löst sich so eben in Luft ab. Ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Da sieht es auf jeden Fall. Guck mal, da hinten, da müssen wir hin. Okay, gut. Dann ist das doch einfacher, als ich dachte. Ich mach's viel zu kompliziert. Muss einfach bloß da hinten hin. Komm ich bis da hoch? Nee, ne? Okay. Oh mein Gott, ich habe nicht festgehalten, ich bin einfach los. Hey, das, man kann die Entfernung gar nicht einschätzen. Das sah aus wie ein halber Meter. Ne? Also da könnt ihr mir nichts erzählen, Leute. Und dieser riesige Raum hat nichts zu sagen.
hier, ne? Du erkennst hier gar nicht. Ob man nicht eventuell da sogar hin muss schon. Okay, dann springe ich am besten. Der Abstand ist niemals so groß. Aber dann springe ich jetzt hier rechts oben drauf, weißt du? Das Schieben ist manchmal ein bisschen blöd gemacht. Okay, gut. Sehr gut. Dann schaffen wir es halt so, ne? Oh, direkt. Alter, der kleine Ninja. Sarah, der Ninja, er war immer da. Er klettert durch düstere Gegend, das ist klar. Ah. Sehe ich alles gar nicht. Jetzt. Oh, wie cool. Wie cool. Aber ziemlich tapfer, das kleine Mannequin, ne? Ich hätte schon wieder Hunger. Bei der Anstrengung, du, ich würde die ganze Zeit nur noch essen. Nächste Fackel an. Ich glaube, wir sind wirklich der Teufel höchstpersönlich. Und wir entzünden hier die Hölle. Wir machen den, die Hölle heiß. Kann ich da hochspringen? Oh, war das knapp. War das knapp. Und nun? Das ist ein 6-jähriges Mädel. Nicht spoilern, Angie. Ne? Also nicht nachlesen im Internet. Das finden wir wahrscheinlich alles noch raus. Jetzt gibt es hier Schläge. Verteilausschläge, ja. So. Darum geht es ja in einem Storyspiel, herauszufinden, um was es geht. Meine Knochen. Hat doch nichts mit dem Spiel zu tun. Na doch. Ich finde schon. Ich weiß es noch nicht. Wir wissen ja gar nicht, wer wir sind. Das gilt es ja herauszufinden. Aber gut, die Information habe ich jetzt leider Gottes gelesen. Aber trotzdem, 6-jähriges Mädel. Sind wir wirklich Mädchen, ne? Das wissen wir immer noch nicht. Weil wir sind viel zu klein, um ein normaler Mensch zu sein. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay, jetzt haben wir das Ding da oben. Das ist schon mal gut. Ah, excusez-moi. Nein! Das wollte ich nicht! Ich hab sie auf dem Gewissen! Multiple Knochenfrakturenbruch! Schade. Bei den Knochen kein Wunder. Ich glaube, so viel wie das kleine Mädel wiegt, da wundert es mich ehrlich gesagt, dass wir nicht nach oben geflogen sind. Im Gegensatz der Schwerkraft. Okay, jetzt wissen wir aber, was wir müssen, machen müssen. So mehr oder weniger. Glaube ich. So, direkt hier rüberlatzen. Oh, perfekt. Wattensprung. Sehr schön. Okay, das haben wir schon blind im Kopf, weißt du? Boah, aber krass, dass ich das so verkackt habe gerade. Ein bisschen ärgerlich. Oh, Alter. Schwing das Ding weg. So. Also, dass wir das ohne Handschuh machen, ist echt eine respektable Leistung, ne? Was du dir hier alles einziehen kannst. Ich frage mich, ob die Leiter nicht irgendwie umstoßen können, weißt du? So. Können wir diesen hier wieder machen? So, aber wo ist das denn jetzt? Das ist weiter hinten, ne? Hier so. Oder ich weiß nicht. Nein! Kann da nicht sein. Ich kann absolut nicht einschätzen, wo das Ding ist. Absolut kann ich das nicht einschätzen. Oh, alles klar.
Dann halt so. Und jetzt? Kann ich hier weiter hochklettern? Ah, ob ich das machen muss, weiß ich nicht. Sieht nicht so aus, ne? Gut, aber irgendeinen Sinn muss es ja jetzt haben. Da. Okay, gut. Ich kann den Hebel wahrscheinlich jetzt auch noch in die andere Richtung machen. Ah, und da muss ich mich beeilen. Zack. Oh! Stark. Oh, stark, 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 stark. Wir haben es drauf. Das Regenkippmädel. Hör irgendwas? Elektrizität. Unser stärkster Feind hier im Game. Knockt uns sofort aus. Die Kraft von 1000 Pferden. Natter. Wir können. Okay, gut. Okay, wir können die Schubfächer ausfahren. Alles klar. Alles klar. Okay, wir bauen uns eine Leiter zusammen. Stopp. Ja, weiter geht irgendwie schon wieder gar nicht. Probier es nochmal. Ja, wer macht das denn auch so voll mit Akten? Wer macht denn sowas? So. Huch. Okay, das reicht aber. Was ist los, Angie? Was ist los? Okay, geschafft. Und jump! Ja! So, Mami, was ist hier los? Jemand hat Strom ausgemacht. Nicht so gut. Oh, das sieht aber... Ist das das Ding, wo der Typ hängt? Hängt der... ich dachte schon, das war das Seil, wo der Typ noch dranhängt, weißt du? Oh ja, hier. Safe Game? Ah, stimmt. Hier speichern wir auf jeden Fall immer. Guck mal hier. Mr. Dübel ist drin. Moin, Mr. Dübel. Tschüss. Tschüss, Mr. Dübel. Hau rein. Wir haben noch ein Feuerzeug. Das ist doch voll die Anspielung, oder? Sieht aus wie so ein Joint und wir haben ein Feuerzeug in der Hand. Kann ich da dran springen? Lass schnell mit dem Kopf abgedutscht. Oh, gut. Nein. Hä, wir haben doch gespeichert. Wie kann das sein? Das war das Speichersymbol. Das hat nicht funktioniert. Das ist aber seltsam. Ich glaube, wir haben einen Bug entdeckt, ne? So, na dann. Ich renne da nochmal hin. Ist halt die Frage, ob das das ist, was wir machen müssen. Ich kann halt Entfernungen hier irgendwie in dem Game 0 einschätzen. Aber ich bin schon der Überzeugung, dass wir uns da dranhängen müssen. Aber was würde er dies bringen? Dahin über die Kiste, maybe. Maybe dahin über die Kiste. Kann er da bestimmt hinspringen, ne? Nee, das ist... Das ist zu weit an den Haaren herbeigezogen, oder? Das ist, glaube ich, zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Null, nein! Genau das mussten wir tun. Ja, jetzt sind wir ja wieder hier unten. Hätte vorher abspringen sollen, wa? Aha. Das ist auf jeden Fall... Ich glaube, da ist der Zaun offen, ne? Lol, wir können schwingen. Wir können schwingen. Ist ja witzig. Geh ich wieder hoch?
Bin ich halt wieder hier. Ach so! Hier war ja noch... Oh nein. Oh nein.